Die Superliga von Pokémon Go. Es geht gerade ganz gut voran für mich. Ich habe vorhin 5 Kämpfe gewonnen mit einem Premium Pass und habe den Premium Pass unverzüglich wieder zurückbekommen. Das versuche ich einfach nochmal. Ich stecke ihn nochmal rein und bekomme ihn eventuell wieder zurück. Muss aber nicht sein. Also das war echt nur Glück. Das ist mein Team. Deoxys in der Verteidigungsform, Azumarill mit Eisstrahl, Hydropumpe und Altaria am Start. Damit bin ich echt gut gefahren. Ich mache mal ein paar Kämpfe und dann suche ich mir ein neues. Aber ich werde nicht immer, oder ich weiß nicht, vermutlich nicht in jedem Video immer dann wechseln, sondern mal 4 Videos circa damit, mal 4 oder 4 Kampfsets damit. Man muss auch ein bisschen warm werden mit deinem Team. Okay, Tropius und ich überlege nicht lange, wenn man wechselt, dann eventuell sehr schnell. Tropius habe ich jetzt schon häufig gesehen. Und wir haben ein Registeel, jetzt muss ich ein bisschen Zeit totschlagen, bis ich wieder wechseln kann. Oder ich weiß nicht, mal schauen, was das Ding macht mit seinen Lichtkanonen, die neutralen Schaden anrichten. Und ich leider mit Himmelsfeger geringen Schaden. Ich glaube, da sollte ich nicht schilden, bin mir aber nicht sicher, wie das vielleicht besser wäre. Aber da lasse ich meine Altaria einfach kaputt gehen. Zweite Lichtkanone noch und dann bin ich weg vom Fenster. Sein Vorteil ist natürlich jetzt nach meinem Himmelsfeger. Da muss er nicht sofort Lichtkanone einsetzen, sondern könnte noch ordentlich die Sofortattacke einsetzen. Und hochfarmen, dass er danach noch genügend Energie für, ja, vielleicht sogar 2 Lichtkanonen hat. Den einzigen Strich durch die Rechnung, den ich ihm machen könnte, ist, wenn ich schilde. Und ich glaube, das mache ich sogar. Weil jetzt werde ich ihm entweder einen Schild ziehen. Oh nein, wechseln ist nicht so schlau. Wechseln wäre nicht schlau. Na so. Denn wenn ich nur gefarmt hätte, glaube ich, wäre noch zu einer Lichtkanone gekommen. Ich weiß nicht. Jetzt lässt er entweder sein Dingenskirchen kaputt gehen. Okay, er lässt es einfach kaputt gehen und hat jetzt natürlich einen Schildvorteil. Tropius wird er vermutlich nicht reinholen. Und wir sehen Azumarill, aber dooferweise kann ich jetzt auch nicht wechseln. Also ich kann schon wechseln, aber dann, ja, ich weiß auch nicht. Wir bleiben einfach mal drin und schildet. Okay, er schildet und gibt dann noch Energie aus. Das finde ich mal krass. Das finde ich, ich bin zufrieden. Ich glaube, damit bin ich zufrieden. Okay. Hey, 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 liebe Server. Liebe Server, wir haben euch alle lieb. So, jetzt konzentrieren, dass ich hier nicht wieder einen Bubble verpasse. Das ist ja bei Elektro eigentlich. Passiert das nicht. Und da schildert er nicht. Den Himmelsfeger hat er geschildert, aber das nicht. Das kann man mal machen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Der hat noch einen Schild. Ich gehe sofort auf Steinhagel und danach auf Azumarill rüber. Der weiß, glaube ich, noch gar nicht, dass ich Azumarill habe, oder? So, okay. Und das war eigentlich gar nicht so schlau. So, Laubklinge. Aber ich hoffe, ich komme zu einem Eisstrahl. Obwohl, der hat noch einen Schild. Ich stehe ja komplett am Schlauch. Was habe ich denn da gerade gemacht eigentlich? Ich weiß auch nicht. Aber ich wollte mir die Oxys unbedingt für Azumarill aufheben. Kann mir jemand gerade einen Schlag einen Tritt ins Gesicht geben? Das war ja mal gerade das Doofste, was ich hätte machen können. Aber die Sofortattacken ballern auch bei Deoxys so richtig rein. Oh, das war gerade. Können wir das rausschneiden? Sorry, kann das irgendjemand hier rausschneiden? Wieso? Wer wechselt schon freiwillig da rein? Aber hier, ich bekomme das Ding nicht down. Ich bekomme das Ding nicht down. Die Sofortattacken machen einfach so viel. Oh, aber ich glaube, andersrum wäre es trotzdem besser gewesen. Hei, 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 hei. Naja, den Schild hätte so und so gefressen. Das. Und jetzt kommt die Attacke rein. Was habe ich getan? Was habe ich da gerade getan? Wer wechselt einen Azumarill gegen einen Tropius rein? Aber ich war mir irgendwie so sicher. Ich weiß nicht, dass ich das down bekomme. Oh. Schnell, schnell weg. Das wird rausgeschnitten. Cut, cut, cut. Das schneiden wir raus. Nein, sowas passiert nun mal. Und bei mir seht ihr ganz ehrlich und unverblümt alle Fehler, die man so macht und alle. Auch alle guten Dinge. Bei mir sieht man 5 zu 0 und 0 zu 5. Wenn ich es aufnehme, nehme ich es auf. Ein anderer würde das einfach rausschneiden. Aber bei mir gibt es das alles. So, hier muss ich aufpassen, dass er nicht meinen Donnerblitz dann irgendwie abfängt. Okay, er wechselt sofort auf den Panzeron. Das finde ich auch in Ordnung.
Das macht mir auch nichts aus. Oh Mann, dieser Wechsel ärgert mich ja gerade komplett. Einfach drinbleiben noch einen Steinhagel. Wie doof bin ich denn? Und ich glaube, jetzt mache ich es mit Sofortattacken. Himmelsfeger, macht nicht so viel. Schild kann man sparen. Also, obwohl, vielleicht sollte ich Deoxys aufheben gegen Azumarill. Aber ich habe selbst noch meine Azumarille gegen Azumarill, von daher, na, sowas schill ich nicht. Das sollten die Sofortattacken regeln können. Okay. Und du bringst... Was bringst du hier rein? Da gehe ich auf Altaria. Da machen die Sofortattacken... So, das ist... Ist noch kein Eishieb, oder? Das ist noch kein Eishieb. Psychokinese, okay. So, was hast du dann? Du hast Psychokinese und... Was noch? Was hast du noch? Weil Altaria kann ich mir nicht aufheben gegen Azumarill, das brauche ich da nicht. Wirklich. Psychokinese und hast du da... Du schildest nicht. Okay, alles klar. Dann hast du vielleicht keinen Eishieb. Psychokinese und Power Punch oder Dynamic Punch. Ich kenne manchmal... Steigerungshieb. Ich kenne manchmal echt nur die englischen Attacken mittlerweile, weil ich so viele englische Videos schaue, um ein bisschen besser zu werden. Okay, bitte. Danke. So. Du musst auf jeden Fall deine Energie ein bisschen ausgeben, glaube ich, um meinen Altaria kaputt zu bekommen. Warum schilden die Leute bei einem Altaria ihr Azumarill? Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Oh, dieser erste Kampf ärgert mich so sehr. Dieser Wechsel, wirklich, in dem Moment, wo ich gedrückt habe. Oh, der hat keinen Eishieb. In dem Moment, wo ich gedrückt habe, hätte man dieses Meme einfügen können. It was at this moment that chilling knew. Und bitte jetzt nicht chillen, komm schon. Das wäre ja köstlich, so wie vorhin. Ah, jetzt chillest du auch, okay. Aber ich habe so viel Energie da aufgetankt bei dem Panzerero und das ist ja nicht mehr feierlich. Und... Genau, Moment, was hast du noch? Ich muss noch überlegen, was war noch hinten drin? Ach, nur noch das? Okay, ja, dann locker flockig vom Hocker. Kein Thema. Muss ich nicht schilden. Wenn man sie nicht benötigt, muss man sie nicht verwenden. Von daher, Hydropumpe. Alles klar. Aber bei mir reicht hier ein Eisstrahl. Ich komme nicht klar. Auf diesen Wechsel komme ich echt nicht klar. Na gut. Dann immerhin hier noch ein bisschen gerettet mit zwei Schilden gewonnen. So ist es fein, so soll es sein. Der wird sich auch gedacht haben vorhin so. Oh ja, der wechselt. Der wechselt, ich habe einen Tropius, warum wechselt der? Was ist mit dem Spieler verkehrt? Na gut, nächster Kampf hier. Zumindest zur Pokémon-Belohnung möchte ich kommen, denn jetzt Rang 4. Wir können da... Legendäre drin sein und deshalb gebe ich fürs Video jetzt immer die Pässe aus, dass man die Legendären auch im Video sehen kann. Denn damals in der Meisterliga, als ich die aufgenommen habe, war es noch nicht möglich, ein Giratina, ein Voltolos, was auch immer zu erhalten. Das war dort einfach noch nicht aktiviert. Und ja, ist ja auch so eine schöne Überraschung dann im Video, wenn vielleicht einfach mal ein Legendäres noch auftaucht. So ein kleiner Bonus im Video und das gefällt mir nicht. Ich wechsle ohne zu überlegen auf... Mein Altaria. Werde wieder nicht schilden, wenn er nicht wechselt. Ist mir egal, dann bekomme ich eben den Spuckball. Okay, er wechselt. Auch auf seinen Azumarill. Ja, mal wieder nicht so schön. Und einen Bubble verpasst. Das ist ärgerlich, weil Himmelsfeger wird nicht geschildert. Und da ist jeder Schaden natürlich gegen einen Azumarill wichtig. Ich meine, man möchte meinen, wegen... Na, sag schon, Eisstrahl. Ist es ein gutes Matchup? Ist es auch. Aber hier, selbst wenn ich nicht schilde, komme ich noch zu einem Himmelsfeger. Und wenn er das jetzt nicht schildet, haben wir beide circa gleich viel Schaden verursacht. Bitte keine Bubble verpassen, bitte keine Bubble verpassen. So. Und ja, das ist doch mal sehr lecker, oder? Aber er hat jetzt einen guten Energievorteil. Und ich glaube, ich zeige ihm jetzt schon mein letztes Pokémon. So, jetzt kennst du alle meine, ich kenne noch nicht alle deine, aber mein Plan wäre, glaube ich, weiß nicht, hast du Knuddler? Nein, du kannst nicht, hast du Knuddler? Ich habe die Hydropumpe. Also, mein Plan wäre, dass ich einfach jetzt runterfarme. Kommt vielleicht noch zu einem Eisstrahl der Gegner, aber das macht nichts. Ah, perfekt, ideal.
Das ist ja ideal und ich hämmere ich gleich auf Eisstrahl. Also Eisstrahl, ab geht die Post. Das war nicht gut. Bei Registeel hätte ich eher die Hydropumpe bevorzugt, aber mal schauen, was er macht. Okay, sehr schön. Ich könnte jetzt natürlich wechseln auf Deoxys, das ist ganz klar. Und das wäre auch gut. Na, aber... Schluckig? Ja, schluckig. Runter damit. Aber... Ne, dann wechselt er ja, ganz klar. Und von daher habe ich davon nicht viel. Also der Wechsel scheint zwar irgendwie schlau. Yes, sir, Mamacita! Was ist denn da los? Und ich glaube, Moment mal, jetzt muss ich mir das kurz ansehen. Das schilde ich. Und ich glaube, ich lade zu viel auf. Das machen wir. Ich lade zu viel auf, als ob ich Hydropumpe einsetzen könnte und gehe aber nur auf Eisstrahl. Was den Job, glaube ich, noch nicht erledigen sollte. Und jetzt wechsle ich sofort auf Deoxys rüber. Okay, so. Sauber, das war ideal. Das war wirklich ideal. Und, hallo Knogger. So, was ist denn da passiert? Wird er vermutlich schilden. Und wir... Ja, geschildert. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Ist das ein Spukball? Ich schilde. Das ist die Knochenkeule und damit hat er gewonnen. Ich hasse dein Leben. Ich hasse dein Leben wirklich, weil jetzt ist der Spukball, oder? Ah, das ist jetzt ist mal klar. Ich komme noch dran, danke. Aber trotzdem, andersrum wäre es viel besser gewesen. Wenn ich Spukball geschildert hätte. Ich meine, das sollte klar sein. Ach, Gott. Nein, bitte. Wie viel Energie hat mein Azumarill? Wie viel Energie hat mein Azumarill? Wie viel Energie hat mein Azumarill? Ja. Vorhin, oder was heißt vorhin? Vor einigen Kämpfen habe ich gegen Knogger nicht geschildert und da kam nicht die Knochenkeule. Jetzt schilde ich, dann kommt die Knochenkeule. Wie man es macht, ist es falsch. Aber egal, das habe ich noch gut rumgerissen, obwohl ich den Nachteil am Anfang hatte. Ja, okay, okay, okay. Darth Vader. Schilling. Ich bin dein Vater. Bin dein Vater. Wechselst du? Oder nicht? Mir macht's nichts aus. Mir gefällt das, Panzeron. So, will er mich aber fangen? Okay, nein. Man muss immer aufpassen. Nicht, dass man die Ladeattacke drückt und dann wechselt der zum Beispiel auf ein Pokémon, wo die Attacke dann nicht effektiv ist. Himmelsfeger, ich warte auch noch kurz. Okay, ja, er wechselt. Er wechselt, aber macht nichts. Da ist Donnerblitz auch in Ordnung. Das macht keinen großen Unterschied für mich. Ich habe sogar noch ein bisschen extra Energie. Komm, Deoxys, schau nicht so drein. Lass dich nicht so hängen. Lass die Arme nicht so hängen. Bitte keine Lags jetzt hier in dieser Hinsicht. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Donnerblitz. Sauber. Jetzt weiß er natürlich, dass ich Donnerblitz habe, was nicht jeder hat. Manche auch die Psychoattacke. Wie heißt die? Psychub oder Psycho-Boost auf jeden Fall. Hä, dann ist dir dein Azumarill völlig egal? Was war das gerade? Azumarill kommt rein nach dem Wechsel und macht null, nada, niente, nichts. Keine einzige... Wow, 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 wow. Also, Sumpex. Was habe ich gegen Sumpex? Da wäre auf jeden Fall... Ja, kommt drauf an. Sumpex hat auch, glaube ich, eine Giftattacke. Aber das hat nicht jeder. Da wäre Altaria ganz gut, weil die Sofortattacken mit Boden machen da wirklich nichts. Und da kommt der Wechsel. So, 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 so. Sumpex ist auch ganz fein, weil das lädt so schnell die Attacken auf. Aber Sumpex kann das gegen meiner Azumarill was anrichten. Ja, mit der Giftattacke auf jeden Fall, aber die hat eben nicht jeder. Da hat man entweder Erdbeben oder die Giftattacke. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Und ich nehme, glaube ich, einen Schild. Denn dich will ich jetzt kaputt bekommen. So. Dann wirst du ihn vielleicht auch verwenden, aber meine Sofortattacke von Altaria ist so mächtig schmächtig. Jo, da ist auch schon
Bin ich Hellseher? Ich weiß es nicht, aber... Okay, na gut. Beide Schilde gebe ich jetzt noch nicht aus. Definitiv nicht. Himmelsfeger drückt echt gut rein vom Panzeron. Im Vergleich zu meinem, aber ich kann wechseln. Ich hoffe, du kommst nicht zu Himmelsfeger, bevor ich die ganze Sache erledige. Moment, was hattest du noch? Was hattest du noch drin? Ich weiß dein letztes Pokémon gerade nicht mehr. Brauche ich den Schild? Was war dein letztes Pokémon? Ah, ich hab's vergessen. Sumpex. Also, der Schild war unnötig. Ich hab das Pokémon noch nicht mal. Ich hatte eine Ladeattacke ready. Ich hatte beide Ladeattacken ready. Oh, das hat mich gekostet. So. Das ist es. Jetzt hat er, wenn er die Attacke hat, dann ist es natürlich ganz ungemütlich. Ah, der Schild für die Oxys war nicht gut. Ich hoffe, das ist Aqua Haubitze. Das wäre nämlich sehr schön. Erdbeben schmerzt. Noch ein zweites Erdbeben und ich bin weg vom Fenster. Ich hoffe, Eisstrahl reicht. Ich kenne das hier nicht so gut gegen Sumpex. Eisstrahl, mach es. Hattest du noch einen Schild? Ah, okay. Puh. Alles klar, das war mit Deoxys. Ich habe eine komplette Ladeattacke verschwendet. Schild ausgegeben. Ja. Okay. Konnte ich das Ruder nach diesem kompletten Fail am Anfang noch rüberreißen? Aber ist doch auch mal schön, Leuten beim Failen zuzusehen, oder? Und das wird man bei mir in der Superliga noch häufiger haben, besonders dann auf den höheren Rängen. Velsa! Oh, keine Ahnung, was ich gegen dich mache. Ich würde echt gerne so eine Schlammbombe oder wie die Attacke heißt, abfangen mit Altaria. Aber ich glaube, ich bleibe einfach drin. Wenn du jetzt schon ausgibst, dann ist das eben Schlammbombe. Dann dauert es richtig lange zu Blizzard. Ich setze auch mal einen Steinhagel ein. Und dann schauen wir einfach mal. Aber so eine Attacke abzufangen wäre natürlich nicht schlecht, obwohl Schlammbombe, glaube ich, braucht relativ wenig. So, und da ist schon noch eine. Das kann eben noch nichts anderes sein. Wäre es schlau zu wechseln, um die abzufangen? Ich lade mich auf. So, Altaria, komm. Jawohl. Wenn man Boden gegen Altaria einsetzt und sich komplett in den Hintern beißt. Und Altaria denkt sich nur so, was war da los? War da ein Angriff? Ich weiß es nicht. Na, das ist natürlich schön. So eine Attacke abzufangen ist ideal. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so krass war, weil eben Schlammbombe nicht so viel Energie benötigt. Aber das hat ja bei Altaria weniger gemacht als eine Sofortattacke. Von manchen Pokémon, wie schnell hattest du Energie? Okay. Na so, jetzt muss ich kurz überlegen. Gegen Registeel habe ich meiner Azumarill mit Hydropumpe eventuell. Obwohl, wenn ich das jetzt schon so demoliere, dann... Weil mein Deoxys ist schon zu schwach. Ah, ärgerlich. Aber ich glaube, ich bleibe drin. Wir bleiben drin. Holen uns noch einmal... Eventuell vielleicht sogar den Schild. Der hat noch zwei. Ich meine, Velsa ist schon fast komplett kaputt. Wofür will er die aufheben? Alles klar. Aber er muss definitiv Energie ausgeben für mich. Er kann ein bisschen zu viel farmen, wenn er möchte. Das hast du sehr knapp gemacht, aber okay. Nimm mein Pokémon. Und das Gute ist, ich kann jetzt hier sofort mit Deoxys rein und noch eine Sofortattacke. Jetzt gehe ich... Ich würde gerne sofort auf Steinhagel drücken. Jawohl, das war die richtige Entscheidung. Ich habe nämlich einen Velsa erwartet und vermutet. So. Das schildest du. Und dann gehe ich einfach mal flott rüber. Schlammbombe sollte mir nicht so viel ziehen. Und ich kann vielleicht ein bisschen schon mal auftanken. Und dich mit Sofortattacken kaputt machen. Blizzard schaffst du definitiv nicht. Noch eine Schlammbombe, okay. Juckt mich ein bisschen vielleicht, aber so. Tangiert mich nur peripher, wollen wir es mal so sagen. Und dein letztes Pokémon. Wirst du vermutlich Schilden, ich setze direkt deshalb Eisstrahl ein. GG. Das war's für dich, glaube ich, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich verbock's nicht. Ich hoffe, ich verbock jetzt nichts. So, muss er schilden. Der nächste kommt durch und mein Deoxys hat definitiv noch Energie für einen Steinhagel und ich habe noch einen Schild. Ich glaube, das war's.
Das war's, Kollege. Ja, dass ich die Attacke abgefangen habe, glaube ich, hat ein bisschen zu meinem Sieg beigetragen. Das schilde ich und danach wechsle ich sofort. Himmelsfeger wechseln auf Deoxys und den. Mir gefällt das Team. Mir gefällt das Team. Jetzt will ich. Ja, ich habe gesagt, ich werde wechseln und ich muss auch wechseln. Machen wir mal Rang 7 und dann wechsle ich ein bisschen durch. Ich habe noch ein Meditalis mit bestem Kumpel. Das will ich gern reinnehmen. Ich würde auch gern mal einen Regi-Stil ausprobieren. Sauber. Das war sauber. Schade, dieser eine Kampf. Oh, das habe ich echt verbockt. Es tut mir leid, dann hätte ich den Premium-Pass wieder zurückbekommen. Oh, Giratina. Nicht den Shiny, aber hey. Okay, jetzt ist die Sache, das Ding kann nicht flüchten. Aber mit dem Pokéball muss man sich mal den Kreis ansehen. Ich könnte jetzt entweder goldene oder silberne und dann in Kombination mit einem besseren Ball oder einfach Pokéball und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag werfen. Aber wenn man so eine Beere... okay, das Ding ist näher, als ich gedacht habe. Wenn man so eine Beere verwendet, dann schon gut treffen. Weil das stapelt sich dann natürlich. Wenn man eine gute Beere nimmt, aber schlechter Wurf, dann... Sorry, Leute. Wow. So, ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen bei dem Ding. Da wurde nämlich irgendwann die Distanz geändert. Das war am Anfang, als es zum ersten Mal da war, relativ weit entfernt und dann... Wow, bisschen näher. Aber hey, ich meine für so einen Premium-Pass, obwohl jetzt hätte ich es auch geschafft, mit dem kostenlosen dahin zu kommen. Aber boah, wie viele Paar mache ich noch? So, mit so einem Premium-Pass, 2 Siege sollte ich ja doch, wow, relativ häufig schaffen. Kann man am Ende in dem Video noch ein legendäres sehen? Finde ich doch akzeptabel. Und, ach komm schon, letzte Silberne hier, die ich ausgebe. Und danach gehe ich auf Pokébälle, das ist ja wirklich... Die können nicht flüchten, das ist gut, aber die Ressourcen, die hier fressen, vor allem wenn ich so werfe, das ist dann natürlich nicht mehr feierlich. Wenn es jetzt drin bleibt, dann würde ich ja komplett fabelhaft. Ausbrechen. Einmal normaler Wurf ohne Reintreffen, bleibt drin, alles klar. Die Logik ist mal wieder da. Relativ schlecht kann man nichts machen. Na gut, 4 von 5, ich bin zufrieden. 800 Kämpfe habe ich jetzt abgeschlossen und 441 Siege davon. Rang 4 auf Rang, nicht 5. Genau, noch immer Rang 4. 16 Siege, 20 Kämpfe, ist akzeptabel. Aber man muss bedenken, das waren auch noch niedrige Ränge. Wird sich dann zeigen auf Rang 8, 9 und 10. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.